Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shin Megami Tensei. Ne? Hat ein bisschen gedauert, bis hier mal wieder was kam. Aber andere Projekte und vor allem neue wurden halt bevorzugt. Dann kamen hier noch ein Freizeitprojekt dazu. Also ja, es tut mir leid. So, Lamu war irgendwas mit Finsternis und es mochte Licht nicht. Das kann ich mir merken. Also passe ich eben kurz mein Team an. So, Leute, ich habe mein Team angepasst. Ich habe sogar noch mal extra in der Liste geguckt, was für Typus Lamu hatte. Er mag Wind nicht, deswegen habe ich jetzt ein Windteam. Abgesehen von Pavati, die ist einfach nur zum Heilen da. Und ich würde mal dann sagen, let's go in den Bosskampf. How? Wait, what do you mean, become one with you? We shall ascend to become a being known as a Nahobino, regaining our missing halves and existing once more as our true self. What true self? When we are reunited, every last trouble in your mind will be widerstehen. Give us a hurry. An absurd idea. It's only natural for me to reunite with my other half. Du musst widerstehen, Saori. Saori, don't listen to him. Let's go home. But I've... Lamu's attention is fixed on his target. We may be able to catch him off guard. Saoris Rettung geht vor. Understood. Sie hat nicht eingewilligt. Ich glaube, Lamu angreifen wäre trotzdem richtig gewesen. Bin nur Saori weg. So, wir wissen zum Glück, dass er Wind nicht mag. Und wisst ihr, was schön ist? Kurama Tengu kann richtig hart mit Wind austeilen. Ah, schön, dass du mit Blitz angreifst. Dagegen bin ich fast immun. Okay, wie gesagt, Wind mag er eigentlich nicht. Oh, Scheibenkleister. Ich muss jeden Tentakel einzeln angreifen? Warte mal, wir prüfen erstmal was. Kraftscherbe, das sollte jeden Tentakel treffen. Ja, die Schwächen sind gleich geblieben. Wisst ihr, was doof ist? Er kann nur einen angreifen damit. Mit dem Hyperschlag. Also muss ich das hier nutzen. Masanma! Zum Glück halten die Tentakel nicht viel aus. So, Schale Hygie, damit die schneller heilt. Ja, das werde ich noch brauchen. Bitte irgendwas recken. So, hier nutze ich weiter die Kraftscherbe. Weil ich habe keinen Windangriff. Gut, dass ich mich vorbereiten konnte. So. Media! Und nochmal Windatem. Ein Tentakel hat ja schon ins gebissen. Noch einer. Ekelhaft. Du bist ein ganz schlimmer. So, soll ich dir mal zeigen, wie man das da macht, wo ich herkomme? Man nimmt ein Schwert und hackt da einfach volle Lutsche rein. Dann macht man einen Schaschlik daraus.
Ich weiß, dass das nicht die beste Idee war. Und sie sind weg. Muss ich nur die Tentakel vernichten oder muss ich jetzt Lamu selbst auch nochmal wegrecken? Ja, Lamu selbst muss jetzt auch nochmal sterben. So, wir machen mal, dass mein magischer Schaden reflektiert. Weil ich darf ja nicht drauf gehen. Lamu hat zum Glück echt nicht viel Leben. Mag der Licht? Nö. So, und ich weiß noch nicht, ob ihr diesen Schlag gesehen habt, aber ich zeige ihn auf jeden Fall. Windrachenschlag. Bam. Alter, das war easy. Ihr habt doch bestimmt noch eine zweite Phase. Das war viel zu einfach. Der kam ja kaum zum Angriff. Igitt. Da, ich doch, der hat noch eine zweite Phase. Das ist der wahre Lamu, nehme ich mal an. Wisst ihr, was ich jetzt erstmal mache? Weil der könnte ja einen anderen Typus angehören. Okay, jetzt zum Beispiel ist er ein Freund vom Wind, aber hasst Feuer. Okay, ich muss mein halbes Team wechseln. Chironnoob kommt auf jeden Fall schon mal in Frage, weil der Infernoregen hat. Ich überlege gerade nur, wen ich als zweites reinhole. Ich brauche Feuer. Wie gesagt, Chironnoob brauchen wir auf jeden Fall. Der mochte noch einen Typus nicht. Welcher war das? Ne, der mag nur Feuer nicht. Ich darf nach wie vor nicht drauf gehen. Du kannst... er kann auch gut mit Feuer austeilen. Okay. Und der hält auch jetzt viel, viel mehr aus. Die Frage ist, mit was kämpft er? Wahrscheinlich mit Dunkelheit, ne? Warte mal. Feuerjuwel! Wenn ich schon keine Feuertechnik habe. Infernoregen! Lass es Feuer hageln! Diesen Angriff finde ich so cool. So, mach du deine Schale der Hygia. Ich nutze dich, solange du MP hast. Lehm, der verderbt mich. Der greift mit Allmachtsangriffen an. Aha, das tut weh. Das wurde nicht mal reflektiert. Okay, ich gehe auf Aramasa. Das macht mehr Schaden als das Juwel. Natürlich heilen wir mit Pavati. Zack. Alle erstmal hochgeheilt. Und dann feuern wir rein. Pam. Spüre meine Klinge des Horns. So, mit ihr könnte ich wieder Schale der Hygia machen, damit die gleich besser heilt. Habe ich irgendwas, das P wieder auffüllt? Voll AP und MP-Gewinnung. Ich habe einmal eine Hyperheilung. So, Pavati gebe ich erstmal ein bisschen MP zurück. Die braucht sie noch. Ufula! Oh Gott. Es kämpft mit Eis. Es hat halt einmal komplett den Typus gewechselt. Aber es hat kaum Schaden gerade verursacht. Okay, Media kann ich gerade nicht machen, weil EK geheilt werden muss. Oh. Ich steige gleich mal meinen physischen Schaden. Ein Moment. Status von ihm. Gegen was ist er empfindlich? Gegen alles vom Prinzip her. Dann verzaubern wir ihn nochmal. War ein Versuch wert.
So, mir gebe ich jetzt erstmal einen physischen Boost. Weil ich kann das gut gebrauchen. Inferno-Regen. Wir sind schon fast tot. Wir kommen voran. Ich versuche nochmal hier... Ich weiß nicht, ob du gegen Versiegelung immun bist. Ist heute nicht. Oh, danke für die Heilung. Stimmt ja, ich habe ja die King Frost Essenz auf mir drauf. So, das wird jetzt Schaden ziehen. Ich habe immer noch nichts, was ich heilen müsste. Ey, diese Juwelen, die wollen doch alle nicht funktionieren. Alle in die Tonne. So, Inferno-Regen. Ist irgendwer gegen diese Attacke richtig schwach. Mag eine Eis nicht. Nicht so wirklich. Ich beschütze einfach mal Chiron-Noob in der Hoffnung, dass es wirkt. Oh, nee. Beim nächsten setze ich auch mal mein Magazui ein, ne? Kritisch! Jetzt wird ausgeteilt. Jetzt machen alle nur noch Crits. Das sollte ihn eigentlich dem Rest geben. Mahama! Ich hatte dich mit der Healerin vernichtet. Ey, damit ein Healer gefinisht zu werden, ist immer so demütigend. Liebes. Sahori wurde, glaube ich, gerettet. Sahori. Man muss halt Prioritäten setzen, ne? Sahori. You're okay. Thank goodness. Es hätte vielleicht auch anders ausgehen können. Hätte ich mich auf Lamu konzentriert. It's all right. You don't have to say anything. Also ich wurde schon gespoilert, dass es verschiedene Endings gibt, aber ich halte jetzt mal die Klappe. Sie nicht gerettet. The girl, Lamu's already got a hold of her. Ja, ich kann so nicht weiterkämpfen. Kämpf dagegen an, Sahori. Hat ja wunderbar funktioniert. This can't be happening again. Am I truly? Und so sieht's aus, wenn man verblutet in dem Spiel. Do not despair. You have your own role to play. This is the time to awaken that role. Awaken? Ich hätte mich vielleicht wirklich auf Lamu stürzen sollen. Release the other within you.
That's right. I do have a role. What's happening to her? Even if it costs me everything, I won't let them perish. I offer you my life. Now, accept it! Geheilt und geheilt. Ich bin der Hauptcharakter. Ich sterb nicht so einfach. Jetzt habe ich sie doch getötet. Thank you. Now I can... No. Besser als von ihm kontrolliert zu werden, ne? Es tut mir leid. Alles für nichts. Jetzt konnte ich ihr doch nicht helfen. So I guess this means you beat Lamu, huh? Is Itsukishima okay? Itsukishima. Now that you mention it, I don't see Isonokami either. Die eine hat sich geopfert, die andere ist gestorben. Soll ich die Wahrheit sagen oder schweigen? Ganz ehrlich, lieber mit der Wahrheit rausrücken, als es zu verschweigen. No. So we lost not only Itsukishima, but Isonokami as well. Ich frage mich, ob es einen Unterschied gemacht hätte, der dich angegriffen. We're going to head back. You should report to HQ yourself once you're ready. Ja. Das ist nicht perfekt ausgegangen. Das war sogar, wenn man es genau nimmt, Worst-Case-Szenario, wie das hätte ausgehen können. Ich kann übrigens nicht so doll wiederkommen, gerade zurückbeamen, ne? Young man, I have a question. Was my previous assessment inaccurate? Had I objected to Her Holiness accompanying us, I was created to aid humanity. Instead, I led a very precious human to her death. Niemand ist schuld. Ja, da hatten wir keine Kontrolle drüber. Obwohl, wäre sie nicht mehr gekommen, wäre sie safe am Leben. Aber ich glaube nicht, dass wir sie hätten aufhalten können. Fixating on the past cannot change its course, no matter how one may desire it. Jetzt kann ich zur Wiederkunft. So. Und hier beende ich das jetzt für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!